herzlichen Dank für Ihr Kommen im Namen der Galerie Fotohof und des Fotohof-Archivs. Das ist ja sozusagen ein Teil der Galerie Fotohof. Möchte Sie eben sehr herzlich begrüßen und Ihnen hoffentlich die Vorschusslorbeeren, die Sie uns entgegenbringen, dass Sie an so einem so schönen Tag sich da abends zu uns hersetzen, dass wir denen gerecht werden. Also wir werden uns bemühen. Es wird ein kurzes Programm sein, eine knappe Stunde, denke ich. Und zuerst würde ich gern sozusagen die zweiten Hauptpersonen begrüßen. Die Hauptperson lebt ja leider nicht mehr, Hans Rustler. Es sind seine Bilder. Aber die zweiten Hauptpersonen sind seine Kinder. Und es ist eben die Renate Rustler und die Renate Urth, habe ich ja falsch gesagt, ich habe es genau gewusst. Und Günther Rustler. Und dann möchte ich auch noch die Elisabeth Scholz, das habe ich jetzt richtig gesagt, herzlich begrüßen, die eben auch von der Familie stammt. Beim Begrüßen vielleicht noch erwähnen möchte ich die Gertrud Fischbacher, eine Professorin von Mozarteum, die uns sehr viel geholfen hat, so Recherchen in Köln, wo es eben ein entsprechendes Museum gibt, anzustellen, und einen Film, den wir heute vorführen werden, hat sie auch mehr oder weniger entdeckt. Also es gibt, wie Sie sehen, in dem kleinen Kreis viele Leute, die sich damit beschäftigt haben, nicht zuletzt die Mitarbeiter des Archivs. Und so familiär würde ich das ganz gerne auch heute halten für Sie und Sie eigentlich mitnehmen auf eine Reise, die wir hier in gewisser Weise immer wieder erleben, nämlich, dass wir Material bekommen, Dinge bekommen, von denen wir am Anfang nur überhaupt nicht wissen, wozu sie gut sind, was man damit machen könnte. Und so im Laufe der Zeit recherchiert man, beschäftigt man sich und bringt sie schließlich in einen Kontext, und plötzlich ergibt das alles Sinn. Und ich glaube, der Nachlass, der fotografische Nachlass von Hans Rustler, das ist ganz ähnlich passiert, wenn ich das vielleicht ganz kurz nur skizzieren darf. Es ist zwar sozusagen anekdotisch, aber es zeigt Ihnen, wie es bei uns zugeht. Also die Renate Urth ist vor gut einem Jahr, würde ich sagen, ist gar nicht so lange her, mit einer doch unscheinbaren Mappe und einigen Alben dahergekommen und hat gesagt, ja, wir kennen uns von langen Jahren in der Kultur, eben in der Elisabethbühne, die sie ja mit ihrem Mann aufgebaut haben. Und so hat es ein gewisses Vertrauensverhältnis gegeben, und sie ist also mit diesen Bildern zu mir gekommen und hat gesagt, was denkst du denn, was das ist, was kann man denn damit machen? Ich habe überhaupt keine Ahnung, ist das jetzt was wert oder ist das jetzt eigentlich etwas, was man auch so bloß privat aufheben kann? Und was ich dann ausgepackt habe, war etwas, was ich auch nicht gleich verstanden habe, aber es war offensichtlich so eine Mustermappe, so haben wir die Ausstellung ja dann auch genannt, von Bildern, die eben ihr Vater, wie wir dann bald gesehen haben, 1931 in Berlin gemacht hat. Und da hat sich dann herausgestellt, dass das eine ganz besondere Zeit und eine besondere Schule war, nämlich die Agfa-Fotoschule in Berlin, die zu ihrer Zeit damals eine der ganz wenigen Fotoschulen überhaupt war, aber auch eine, die sehr gut ausgerüstet war, sehr gute Möglichkeiten gehabt hat. Also eigentlich eine sehr besondere Sache. Und wenn man das Material dann genauer studiert hat, ist man draufgekommen, das ist eigentlich so etwas wie ein Querschnitt dessen, was man in der analogen Fotografie damals überhaupt leisten konnte. Also in diesen Bildern war alles drinnen, sozusagen durchdekliniert in gewisser Weise von Belichtungsmöglichkeiten, von Entwicklungen, die damals gerade stattgefunden haben, Erfindungen. Das ist sozusagen wie in einer Zeitkapsel alles da drinnen eingefangen und gibt einen Einblick, einen Schnitt in das, was die analoge Fotografie 1931 konnte. Ich werde Ihnen das jetzt anschließend dann ein bisschen genauer nahe bringen und zeigen, weil das ganz interessant ist, das auch zu verstehen. Wir sind ein Archiv für künstlerische Fotografie. Jetzt kann man natürlich auch die Frage stellen, was hat denn das mit künstlerischer Fotografie zu tun? Und es ist ja so, dass wenn man künstlerisch arbeitet,
das Medium, in dem man arbeitet, ja auch immer wichtig ist. Ich meine, jeder Künstler beschäftigt sich damit, wenn er schreibt, welche Schreibstile das es gibt, welche Gattungen das es gibt. Und natürlich beschäftigen sich auch bildende Künstler mit ihrem Medium, mit ihrem Material und Fotografen selbstverständlich mit den technischen Möglichkeiten ihrer Kameras und mit den bildmäßigen Möglichkeiten, die ihre ganze Fototechnik eben darstellt. Und genau diese Möglichkeiten sozusagen zu erforschen, hilft uns diese Arbeit von Hans Rustler, und es passt auch wunderbar in ein ganzes Jahr von Arbeiten, die wir im Fotohof ausstellen. Wir haben, vielleicht wissen das ein, zwei von Ihnen, vor kurzem eine Arbeit von Werner Schnelle gezeigt, einem noch lebenden zeitgenössischen Fotografen, der sich ausschließlich mit Unikaten beschäftigt hat, mit Großbildfotografie. Wir werden in Kürze Arbeiten von Inge Dick zeigen, die sich ausschließlich mit Licht beschäftigt. Auf ihren Fotos ist nichts anderes zu sehen als Farben, es gibt überhaupt keine Motive. Also Sie sehen schon, das ist etwas, sich mit dem Medium zu beschäftigen, was genauso eine künstlerische Anspruch und eine künstlerische Notwendigkeit ist, wie eben Reportagefotografie, wo es eben darum geht, ganz bestimmte Ereignisse in möglichst ästhetisch besonderem Licht darzustellen. Ja, und unter diesem Aspekt haben wir das eben hier aufgearbeitet und uns angesehen. Und Hans Rustler hat, wie gesagt, draußen hängt es, hier werde ich es teilweise wiederholen, eigentlich zwei oder drei Gruppen von Arbeiten gemacht. Und das erste, das wir Musterbilder genannt haben, ist sozusagen eine Mappe, in der er sehr schön seine Bilder eingeklebt hat, alles von seiner Hand sehr sorgfältig beschriftet. Und wir wissen bis heute nicht ganz genau, was es eigentlich war. Wir vermuten, es war sozusagen die Abschlussarbeit dieser Fotoschule in Berlin, wo er dokumentiert hat, was eben die analoge Fotografie zu Wege bringt. Es könnte aber auch ein kleiner Auftrag an ihn gewesen sein, dass er so eine didaktische Mustermappe macht für andere Studenten, die dann eben lernen können, welche Möglichkeiten diese Fotografie ihm bietet. Wir wissen es nicht genau, und für uns ist auch dieser sozusagen Verwendungszusammenhang gar nicht so wichtig. Für uns ist natürlich auch die ästhetische Komponente wichtig. Und vielleicht haben Sie das auch bemerkt, diese Anordnung von Bildern, diese sorgfältige, erinnert uns natürlich an serielle Arbeiten, die wir in der Kunstgeschichte häufig und immer wieder kennen. Und dieses Wiederkehren und Testen und Durchdeklinieren von einfachen Motiven ist ja eine Arbeit, die bis heute in der Fotografie, aber auch in der Kunstgeschichte gemacht wird. Und ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen gewagt, aber vielleicht durchaus auch erlaubt, dass man in dieser Richtung auch, in dieser ästhetischen Richtung, diese Bilder heute anschaut. Weil sie natürlich im Zeitalter der digitalen Fotografie diese Relevanz nicht mehr haben. Ja, und der zweite Teil, der dann da zu sehen ist, ist so ein großer Querschnitt, ein Einblick in diese Fotoschule, und man sieht eben diese ganzen Gerätschaften und diese Vorrichtungen, die man eben 1931 benutzt hat, um zu fotografieren. Ich werde Ihnen auch davon einige Bilder zeigen und vielleicht kurz sagen, was das war. Ich glaube zwar, einige von uns wissen das noch, aber es ist vielleicht ganz gut, das in Erinnerung zu rufen. Und dann haben wir eben eine schöne Ergänzung, finde ich, nämlich, dass wir einen kurzen Film haben, 12 Minuten, der diese selbe Schule eigentlich ich glaube, es ist ein Amateurfilm, könnte man sagen, aber der den Betrieb dieser Schule auch zeigt. Und wie man so schön sagt, last but not least, sondern fast das Wichtigste, wird uns eben Renate Urth dann noch einen kurzen Text über ihren Vater, das Biografische sozusagen, mitgeben. Und darum habe ich mich auch da jetzt auffällig zurückgehalten und gar nichts über ihn gesagt, nur dass er 1931 eben diese Schule gemacht hat. Das möchte ich ihr nicht vorwegnehmen. Ja, und damit würde ich sagen, nehme ich Sie jetzt einmal mit zu diesen Bildern, damit wir einfach einmal sehen, was er da eigentlich sozusagen gemacht hat. Vielleicht kann man das Licht ein bisschen dunkler machen, dass Sie das ein bisschen besser sehen. Ja, eine dieser ersten Dinge, die wir alle kennen, sind
Fotografien, die nicht schwarz-weiß sind, gerade historische Fotografien, sondern die irgendwie getont sind. Und dieses Tonen war ein relativ wichtiger Vorgang. Heute denkt man oft, das war aus Ästhetik oder aus Schönheit. Der wirkliche Grund war aber auch ein anderer, nämlich der, dass eben Fotografie, Schwarz-Weiß-Fotografie, nicht so haltbar war. Diese Silberkristalle haben sich langsam verfärbt. Und das Tonen war eine Möglichkeit, dass man die Silberkristalle ersetzt durch ein Pigment, durch einen Farbton und dadurch das haltbarer macht. Und da hat man natürlich, so wie in dem Fall, eine blaue Farbe verwenden können oder so wie in anderen Fällen auch eine schwarze Farbe oder rosa oder bräunliche Töne etc. Und da hat er eben sozusagen immer wieder dasselbe Motiv mit verschiedenen Tonungen fotografiert und Sie sehen, unten hat er das dann sehr schön aufgeschrieben, dass es eben, was das ist, Eisenblautonung etc. etc. Und dieses Lupex ist keine Comicfigur, sondern das war damals ein Fotopapier, das Agfa erzeugt hat, eine bestimmte Qualität von Fotopapieren. Es war, ist ja ganz interessant, man bedenkt das heute kaum mehr, aber zu damaligen Zeiten, also Rustler, wie er noch Fotograf war, hat ja von einer bestimmten Papierart, sagen wir Lupex, dann hat es noch Provierer gegeben oder andere, in der Regel 5 verschiedene sogenannte Gradationen gehabt. Davon hat er von jeder Gradation meistens noch 2 oder 3 verschiedene Oberflächen gehabt, also glänzend oder matt oder genarbt. Und unter Umständen hat er das von mehreren Papieren gehabt. Also Sie können sich vorstellen, was für ein riesiger Aufwand von Fotopapieren und auch für Kenntnis da notwendig war, dass man dann jedes Motiv eben richtig belichten konnte. Ja, hier noch einige dieser Tonungsbilder. Diese Schwefeltonung oder Sepia, ist die dabei? Nein, nur Schwefeltonung. Und diese Schwarz-Weiß-Tonung war übrigens die anspruchsvollste, die farbigen war viel leichter zu machen. Ja, ein zweites, fast beherrschendes Thema eigentlich der analogen Fotografie war die Frage des Kontrasts. Wir nehmen das ja eigentlich immer als gegeben, wenn wir ein Schwarz-Weiß-Bild sehen, dann sieht man im Schatten was, man sieht im hellen Teil was, oder eben man sieht nichts. Man hat einen Schatten, in dem alles schwarz ist, oder man hat einen hellen Teil, in dem kein Detail mehr ist. Und das ist natürlich nicht sozusagen Gott gegeben oder Natur gegeben, sondern der Fotograf hatte durchaus die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Und das ist jetzt so eine Serie, wo man sieht, diese verschiedenen Fotopapiere, die eben Rustler verwendet hat, man hat sie bezeichnet von weich über normal bis hart und natürlich auch extra hart, die haben dann einen Einfluss darauf gehabt, wie stark die Schwarz-Weiß-Wirkung war. Ob es eine ganz extreme, fast scherenschnittartige Schwarz-Weiß-Wirkung war oder ob es eben eine Wirkung war, wo man sehr viel gesehen hat. Und das ist, glaube ich, ganz spannend zu sehen, wie dieser Kirchturm zum Beispiel so langsam verschwindet. Da ist alles gleich gehalten, nur eben dieses Fotopapier, dass diese Verwendungsfotopapiere wurde geändert. Und ich finde, das hat natürlich trotzdem auch etwas Ästhetisches, wenn man das heute ansieht. Es ist eben nicht nur sozusagen ein Lehrstück, sondern auch ein Vergnügen sozusagen. Das sind wieder so ähnliche Versuche. Es war ja nicht nur so, dass das Fotopapier verschieden sein konnte, sondern wenn der Fotograf fotografiert hat, war es ja auch so, dass er manchmal das ein bisschen flau, also mit wenig Kontrast fotografiert hat oder anderer mal mit viel mehr Kontrast. Und dann hat er auch wieder diese Papiere, um dem gegenzusteuern. Und das ist eben auch wieder so ein Versuch von Hans Rustler, diese verschiedenen Wirkungen bei einem gegebenen Negativ und mit dann dem jeweiligen Papier durchzutesten. Wieder ganz ähnliche Sachen. Diesmal, Sie sehen, ein normales Negativ, dass man eben sehr unterschiedlich, sehr weich links oben bis zu sehr hart und kontrastreich rechts unten darstellen konnte. Ja, und verbunden mit dieser harten und richtigen Belichtung war natürlich auch die Frage, ob man Fehler machen durfte sozusagen. Und das hat man Belichtungsspielraum genannt. Also schon der Spielraum, das sagt eh das Wort schon. Also wenn man
Man hat ja natürlich keine automatischen Belichtungen gehabt. Wenn man die Belichtung nicht gut erwischt hat, wenn es zu hell oder zu dunkel gewesen ist, dann hat das Fotopapier bzw. der Film das sozusagen verkraften müssen. Und da sieht man, er hat es da eben drunter geschrieben, wie viel oder wie wenig er sozusagen diese Belichtung variiert hat, wie viel der eigentlich vertragen hat. Und da wird auch verständlich, dass es damals möglich und durchaus erfolgversprechend war, dass man fotografiert hat, ohne Geräte zu verwenden, ohne Belichtungsmesser, ohne natürlich Automatik, sondern man hat einfach geschätzt, wie hell oder wie dunkel die Situation ist, und dann hat man losfotografiert. Ist auch irgendwie wieder ganz beruhigend, finde ich, immer zu sehen, wie einfach Fotografie auch funktionieren kann. Also man braucht nicht unbedingt ein hochtechnisches Gerät, und wir haben gerade vor kurzem jetzt einen Workshop für Großbildfotografie gehabt, wo auch alle diese Dinge eigentlich händisch bzw. nach Erfahrung oder Pi mal Daumen, wie man so schön sagt, gemacht wurden, und die Ergebnisse waren auch durchaus beachtlich. Ja, das ist auch ein ganz interessantes Projekt. Wenn Sie das anschauen, dann sehen Sie im ganz linken Bild unten, sieht man sozusagen die komplette Skala. Sie sehen da auch die Farbe Rot, und wenn man das aber jetzt komplett ansieht, dann gibt es eben Bereiche, wo die Farbe Rot nicht sichtbar war. Und Hans Rustler war gerade in der Zeit dort in Berlin, wie der sogenannte orthochromatische Film, der damals sozusagen der normale Film war, von der Neuerfindung des panchromatischen Films abgelöst worden ist. Und das ist der Film, den wir bis heute verwenden, wenn wir analog fotografieren. Und dieser orthochromatische Film war aber nicht in der Lage, bestimmte Farben korrekt darzustellen. Zum Beispiel hat er eben Rot viel zu dunkel dargestellt. Das heißt, ein Foto, das man mit diesem Film damals gemacht hat, musste man entweder filtern oder irgendwie anders behandeln, damit es so eine tonwertrichtige oder eine uns entsprechende Wiedergabe hat. Und da sieht man, hat er eben solche Tests gemacht mit verschiedenen Filtern und mit verschiedenen Filmen. Und das links unten ist dann der orthochromatische Film, während die oben eben der panchromatische, die orthochromatischen Filme sind. Das ist wieder so eine Nutzanwendung. Das links ist eine farbige Landkarte, die mit dem orthochromatischen Film aufgenommen eben diese Schwarzfehler hat sozusagen, und rechts mit einem modernen panchromatischen Film, der eben damals, wie gesagt, gerade erfunden wurde, wurde sie dann richtig dargestellt und man konnte sie ganz normal lesen. Ja, und dann vielleicht noch eine letzte Sache, die eben auch in diesen Bildern sichtbar ist, auch etwas, was genau in dieser Zeit mehr oder weniger erfunden wurde, nämlich ein sogenannter Kondenser. Ein Kondenser war beim Vergrößern eigentlich nur eine Linse, die das Licht des Vergrößerers sehr stark gerichtet hat. Das heißt, man konnte bis zu dieser Zeit nicht wirklich ganz, oder man konnte immer scharfe Bilder machen, aber es war leichter dann durch den Kondenser, dass die Bilder schärfer und kontrastreicher wurden, weil man plötzlich ein Licht hatte, das wie ein Scheinwerfer sozusagen ganz gerichtet war. Und dieser Kondenser war ein Teil des Vergrößerers, den die Fotografen mit Dunkelkammer gehabt haben. Und er zeigt eben hier auch so Vergleichsfotos zwischen einem Bild, wie er uns schreibt, ohne Kondensator, und dann das gleiche Bild, wenn er jetzt einen Kondenser verwendet. Und Sie sehen schon, es hat gleich viel mehr Brillanz und Schärfe und Detailreichtum. Ja, also das ist so ein kleiner Einblick, damit Sie nicht nur sozusagen die Bilder bewundern können, sondern auch ein bisschen verstehen, was eigentlich dahinter ist. Und jetzt möchte ich Ihnen noch einige Bilder zeigen, die Sie auch da schon gesehen haben, und vielleicht kurz erkläre von dieser Schule. Er hat da eben alles Mögliche fotografiert. Das war offensichtlich ein Klassenraum. Und Sie sehen, das ist auch unser einziger Hinweis gewesen, den wir gefunden haben, um zu wissen, aus welcher Zeit das ist. Und da ist eben Fröhliche Weihnachten 1931, ich weiß nicht, ob Sie das alles lesen können. Und ab da haben wir dann erst überhaupt recherchieren können, weil die Bilder selbst waren hinten nicht mit Datum beschriftet oder anders beschriftet. Also wir haben das sozusagen nicht gewusst. Das ist eben so ein Klassenraum, das ist ein Raum, sind Räume des Labors. Und weil es ein bisschen anschaulicher ist, habe ich jetzt da einige Bilder noch groß herausvergrößert, also nicht heraus, also als Einzelbilder gezeigt,
Das war offensichtlich ein Büroraum in dieser Fotoschule. Das war was ganz Interessantes. Das war ein Tageslichtatelier. Es war ja das Kunstlicht noch nicht so stark und erfolgreich, dass man Scheinwerfer zu vernünftigen Preisen, das hat sie schon gegeben, aber zu vernünftigen Preisen haben konnte. Jetzt hat es sozusagen Nordlichtateliers gegeben, das waren eben so ähnlich wie Wintergarten, man sieht das hier, und die haben zahlreiche Vorhänge gehabt, und um das Licht jetzt zu steuern, hat man die Vorhänge vorgeschoben oder wieder weggeschoben, und das Modell ist da gesessen, und das war aber ein wunderbares Licht, also dieses Nordtageslicht war sozusagen das beste Licht eigentlich, das man haben konnte. Da ist so ein doch technisch schon sehr komplizierter Aufbau in der Schule, ist übrigens von der Mikroskopfotografie, also dass man von Mikroskopen fotografieren konnte. Da ist eine Ansammlung von elektrischen Lampen, die es ihm damals schon gegeben hat. Damals sozusagen das Allermodernste. Und da kommen wir jetzt ins Labor rein, also diese Laborgeräte. Da sieht man Hans Rustler, wie er gerade vermutlich irgendeine Chemikalie zusammenmischt. Ein Großteil der Chemie war ja auch noch nicht fertig zu kaufen. Das heißt, man musste sich das selbst mischen. Und da hat natürlich auch jeder Fotograf sein Geheimrezept gehabt. Das ist jetzt das ganze Bild von dem Ausschnitt, das da draußen... Frage, wie ja? kann das so gestochen scharf werden? Naja, weil man eben die... Das muss ja irrsinnige Qualität haben. Genau, so ist es. Das hat eine irrsinnige Qualität. Und das sind das Original, von dem wir das gemacht haben, das ist so groß. Das ist genau. Und das ist eben, man unterschätzt natürlich immer wieder die analoge Fotografie, die war, was überhaupt der Eigenheit der Fotografie ist, von Beginn weg perfekt. Also Schärfe, Kontrast, das war von Beginn weg, wenn es gut gemacht wurde, extrem gut und kann jederzeit mit jeder modernen digitalen Kamera mithalten. Er hat was erzählt, ja? was da dazu passt. Die Schule, da waren Japaner dort. Und da hat er erzählt, dass die jedes Wort aufgeschrieben haben. Darum sind sie so erfolgreich in der Fotoindustrie. Jedes Wort aufgeschrieben. Also da sieht man so den Chemieschrank, sozusagen, und Sie sehen, das sind natürlich alles Chemikalien, die man erst mischen musste, um eben Entwickler, Fixierer und diese ganzen Dinge zu haben. Das ist, wird man selbst später im Film sehen, damals die neueste Erfindung, ein halbautomatischer Filmentwicklungstank, da hat man die Filme reingehängt und hat sie sozusagen rausgenommen, wieder reingenommen, um sie eben zu entwickeln und zu fixieren. Da sieht man nur eine gute Aufnahme dieses Tageslichtateliers. Da sieht man es eben teilweise beschattet, um eben eine spezielle Lichtstimmung zu erreichen. Ja, also jetzt bin ich zu weit. Das sozusagen, das habe ich mir nicht gemerkt. Das fängt erst nachher an. Jetzt ist es so, jetzt haben Sie ein bisschen den Überblick. Jetzt würde ich Ihnen ganz gern diesen Film vorführen. Es ist so, also Hans Rustler hat diese Schule 1931 gemacht und wir haben eben einen Film gefunden, eben durch Gertrud Fischbacher, der von 1936 ist, also, fünf Jahre später, richtig, stimmt. Und Sie werden sehen, es ist die Anlage, also die Schule ist fast genau gleich, es hat sich wenig geändert. Ich würde auch annehmen, dass die meisten Prozesse die gleichen sind, die man da so sieht. Es hat sich natürlich einiges geändert, denn 1935 war natürlich der Nationalsozialismus schon in voller Blüte eigentlich und gerade die Firma IG Farben, und Agfa hat ja zur Industriekomplex von IG Farben gehört, war ja sehr stark in die Kriegsindustrie involviert. So ab 1933 hat es da feste Vereinbarungen gegeben, weil das ein großer Komplex war, der auch synthetischer Benzin und dergleichen kriegswichtige Sachen hergestellt hat, aber eben natürlich auch innerhalb der Fotoindustrie eingebunden war. Und also von dieser Zeit ist der Film, man sieht schon so Anklänge in den Zwischentiteln, es ist ein Stummfilm, an diese Zeit, aber es gibt noch keine uniformierten Lehrer, die es auch wenig später dann gegeben hat. Gut, jetzt werden wir das schauen, dass wir da hinkommen. Thank you.
Das passt da gut zusammen. Im Dezember hat Hans Rustler die Fotos anscheinend gemacht. Die marschieren alle so flott. Und das war jetzt ein Film über die Schule, weil die gibt es ja, als wäre es ein Film über den Betrieb. Das war die Agfa-Fotoschule. Also okay. Das ist nicht der Betrieb, der würde ganz anders aussehen. Also da haben, wie viel weiß ich nicht, Schüler gelernt, den gesamten fotografischen Prozess, von der Aufnahme übers Vergrößern, Kopieren etc. Und das waren offensichtlich, soweit wir bis jetzt wissen, eher kürzere Kurse, ein Monat oder zwei Monate, also nicht eine jahrelange Schule. Also das, und das ist von der Firma Agfa offensichtlich eingerichtet worden, natürlich auch, um ihre Produkte zu vertreiben. Also vielleicht könnten wir wieder jetzt Licht machen. Ich weiß nicht, wenn Sie noch Fragen haben, gibt es vielleicht schon im Anschluss auch Gelegenheiten oder gibt es irgendeine konkrete Verständnisfrage? Weil dann würde ich jetzt zum Abschluss gerne die Renate Urth bitten, dass sie etwas zu ihrem Vater sagt. Ja, ist er übrigens. Ich werde da vielleicht, wenn es der Recht ist, im Hintergrund stehen lassen. Ja, gerne. Ist das Licht sehr an? Ja, ist. So, habe ein paar Gedanken formuliert und werde sie Ihnen jetzt näher bringen. Hans Rustler. Hans Rustler ist in dem kleinen Dorf Liebenstein, das heute Libar heißt, geboren. Ich muss mich korrigieren. So klein war dieses Liebenstein gar nicht. Es wohnten dort immerhin bis zu 3000 Menschen. An den Ausläufen des Fichtelgebirges gelegen, gab es in Liebenstein eine bedeutende Handschuh- und Webereifabrik und in so gut wie jedem Haus ein Spinnrad, das bis in die Abendstunden hinein klapperte und surrte. Und es gab eine Burg, in der Bier gebraut wurde, das den Dorfbewohnern jedoch nicht schmeckte. Das Haus meiner Familie lag und liegt immer noch etwas unterhalb der Burg. Liebenstein, heute in der Tschechischen Republik gelegen, war zur Zeit der Geburt meines Vaters Teil der Habsburger Monarchie. Als mein Vater 1910 geboren wurde, war sein Bruder 16 Jahre alt und seine Schwester 18. Hans hatte also von Anfang an zwei Mütter. Der Vater schien nicht vorhanden. Er war als Träumer verrufen. Ein Sensibler, immer pickfein und modisch gekleidet, stolzierte er durchs Dorf, fantasierte vor sich hin, ganz dem Tabakgenuss und nicht der harten Arbeit ergeben. Während die beiden Frauen das Kolonialwarengeschäft betrieben, sich um Haus, Hof und Wäldchen sorgten und um den kleinen Hans. Noch keine 4 Jahre alt, verschwand der Bruder von Hans. Josef zog in den Ersten Weltkrieg und mit ihm die wehrfähigen Männer des Dorfes. So waren auch die Lehrer weg, als Hans eingeschult wurde. Die Handarbeitsfräuleins waren zurückgeblieben und befleißigten sich zu unterrichten. Ein paar Jahre später kam Josef, der Bruder, aus dem Krieg zurück, schwer verwundet. Der Verlobte von Luise, der Schwester, blieb verschollen. 1918 befand sich das Dorf auch plötzlich in einem anderen Staat wieder. Es war nun Teil der frisch gegründeten demokratischen Tschechoslowakei, und Hans, der 8-Jährige, war über Nacht tschechischer Staatsbürger geworden.
Die Bürgerschule dauerte nur 3 Jahre. Er absolvierte sie im nahen Eger. Vielleicht der Vorbildwirkung des Bruders geschuldet, ließ er sich zum Drogisten ausbilden und legte 17-jährig die Drogistenprüfung ab. Und zwar im mondänen Karlsbad. Er absolvierte den tschechoslowakischen Militärdienst und kümmerte sich bis 1929 um Zusatzausbildungen im Sanitätsbereich und im Bereich der Militärapotheke. Mittlerweile hatte der Bruder Josef die Initiative ergriffen und war 1923 nach Salzburg ausgewandert. Die sich in seiner Heimat beunruhigend politisierende Gesellschaft, die zunehmende Polarisierung zwischen der deutsch- und der tschechischsprachigen Bevölkerung ließ keine guten beruflichen Perspektiven erwarten. Josef Hustler, heute würde man sagen, ein Wirtschaftsflüchtling, gründet in der Bergstraße 19 seinen Drogen-Großhandel. Den Militärdienst hinter sich unterwirft sich Hans auf Anraten der Mutter 4 Monate lang dem Regiment des Bruders und dann rasch wieder in Marienbad als Fachdrogist anzuheuern. Marienbad, die geadelte Kurstadt. Kaiser, Könige, berühmte Komponisten, Dichter, natürlich auch Goethe, hatten ihr ein galantes Image verpasst. Selbst in den 30er Jahren ist die Stadt noch Magnet der Reichen und Schönen. Automobile und man staune, Elektroautos verdrängen die Droschken und Fuhrwerke, Damen flanieren, Roben, Pelze und Schmuck tragen die Straßen und Parks auf und ab, einen Tross an Bediensteten nach sich ziehend. Hans genießt dieses Treiben. Mühelos und mit Leichtigkeit schüttelt er seine Dorfherkunft ab. 1931 setzt er einen brennenden Wunsch in die Tat um. In Berlin, an der AGFA-Fotoschule, will er Fotografie studieren. Es gelingt ihm die Aufnahme. Er gibt sich ganz dem Studium hin und vergisst auch das Nachtleben nicht. Als Eintänzer bessert er seine Finanzen auf. Seine Abschlussmappe hebt er ein ganzes Leben lang akribisch auf. Berlin. Der Weltwirtschaftskrise von 1929 war 1931 die deutsche Bankenkrise gefolgt. Noch war Berlin mit seinem freiheitlichen, von Kreativität strotzenden Klima ein Eldorado. Der Schwarzmarkt blühte. Noch gab es 5000 Kinos, 550 Kaffeehäuser, 220 Bars und Tanzlokale, 100 Tageszeitungen, 2600 Zeitschriften, 50 Theater, unzählige Kabaretts. Doch über allen kreiste längst der Pleitegeier. Während Hans das fotografische Wissen euphorisch aufsaugt, hatte sich Hitler längst im Hotel Kaiserhof eingemietet, bereitete seine Reden vor und verhandelte mit der Industrie. 1932. Hans reist nach seinem Abschluss an der AGFA-Fotoschule zurück in die Heimat, nach Marienbad, arbeitet dort noch bis 1935 und folgt im Sommer 1936 kurz entschlossen dem Bruder nach Salzburg nach, um sich selbstständig zu machen. Er gründet die Adler-Drogerie in der St. Julienstraße. Er lernt Barbara Sachs, meine Mutter, kennen und weiß sofort, Betty ist die Richtige. Es bleiben ihm nur 2,5 Jahre, die Firma in Schwung zu bringen. Für den 26. August 1939 ist die Hochzeit geplant. Am 26. August morgens
erhält er den Einberufungsbefehl. Was er verschweigt. Er will seiner Frau nicht die Hochzeit verderben. Anderen Tags übergibt er Betty in Eile das Geschäft und rückt ein. Ab nach St. Johann in Pongau. 6 Tage darauf bricht der Zweite Weltkrieg aus. Von St. Johann geht es an die Westfront. Noch gibt es keine Kämpfe da. Und man spricht bald vom Sitzkrieg. Hans hat Glück. Beim Bau einer militärischen Anlage stürzt er vom Gerüst und schlägt sich die Rippen durch. Er kommt ins Frontlazarett Landstuhl und wird 1940 vom Militärdienst entlassen. Kurze Zeit kann er sich wieder um sein Geschäft kümmern. Dann wird er 1942 abermals einberufen. Er entgeht dieser Einberufung aufgrund eines Herzleidens. Doch so einfach lässt man ihn nicht aus. Schon 1942, es gibt nicht mehr genug Chemiker, wird er in der Arzneimittelfabrikation als Leiter des Sanitätsparks eingesetzt. In einer unscheinbaren Baracke hinter dem Salzburger Hauptbahnhof werden unter Mithilfe von bis zu 30 Frauen Medikamente für die Front hergestellt. Hans wird über Nacht der Leiter einer kriegswichtigen Einrichtung. Im Jänner 1945, kurz vorm Kriegende für Österreich, kommt der Sohn Günther zur Welt. Die wirtschaftliche Lage ist prekär, ans Fotografieren nicht zu denken. In der Heimat in Liebenstein war während des Kriegs die Mutter gestorben. Und nach dem Krieg kommt es zur Aussiedlung des Vaters und der Schwester. Bettelarm und schwer traumatisiert bringt mein Vater sie vorerst in unserer Familie unter. Sein Vater, der Träumer, verstummt bis zu seinem Tod. Die 53-jährige Schwester wird keinen beruflichen Anschluss mehr finden. Mein Vater ist um sein Erbe betrogen. Die kommenden Jahre sind harter Arbeit geschuldet. 1949 komme ich zur Welt. Das Fotografieren meines Vaters beschränkt sich auf Familienfotos. Er steckt seine ganze Energie und Leidenschaft in den Ausbau seiner Firma. Die Berlinzeit bleibt lebenslang sein alles überstrahlendes Erlebnis.